Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Katia-Video. Heute mit dem schönen Thema Bohrung. Wie man hier schon sehen kann, hier oben haben wir einen Block, wo alle Bohrtypen, die es so gibt, mal nachgebaut werden. Und hier haben wir noch so Streben, an denen ich euch dann zeigen werde, wie man mit einer einzelnen Bohrung bestimmt, wie weit diese Bohrung geht. Das kann man durch einen Klick auswählen. Um das Video ein bisschen zu verkürzen, weil es wahrscheinlich relativ lang wird, habe ich mich dazu entschlossen, das ein bisschen in zwei Teile aufzusplitten. Im ersten Teil machen wir jetzt hier nur diesen Block und im zweiten Teil kümmern wir uns dann um die Ebenen. So, legen wir los. Hier habe ich mal die technische Zeichnung und hier sieht man ganz schön, welche Arten es von Bohrungen gibt. Hier mal ein ganz normales Sackloch, hier ein Sackloch mit einer Spitze, hier Profil eingesenkt, konisch, hier noch mit einer Schräge oben und hier der Profil eingesenkt und zusätzlich noch eine Schräge. Also ganz viele verschiedene, die wir uns gleich noch genauer angucken und nachbauen werden. Und hier noch zum Hinweis, dass der Block 100 mal 130 hoch ist. Und in der Breite hier 20, weil die Bohrungen sind ja genau in der Mitte und haben einen Abstand bis zum Rand von 10. Um diese Streben kümmern wir uns, wie gesagt, dann etwas später. Wie immer, macht euch gerne einen Screenshot davon, probiert es einmal selber aus, spielt ein bisschen damit rum und wir gehen jetzt über ins Konstruieren. Ich mache mir mal eben ein neues Part. Und los geht's. Ja, zuallererst muss man sich so ein bisschen im Klaren sein, welche Ebene man auswählen möchte. Das ist jetzt erstmal noch relativ frei gestaltet. Kann das machen, wie man lustig ist. Ich wähle jetzt hier den Boden. Ich glaube, das passt ganz gut mit der XY-Achse. Kann ich hier jetzt einfach anklicken und gehe jetzt auf Skizzierer und zeichne mir dann hier ein Rechteck hin mit den Maßen 130 zu 100. Genau, und wir wissen ja, wir haben hier eine Höhe in dem Fall von 20 mm, klicken einmal an und haben diesen Block schon fertig. Jetzt wollen wir ja hier auf diese Fläche die Bohrungen machen. Und dafür wählen wir hier unter diesen Schaltflächen die Schaltfläche für Bohrung aus. Sollte aus irgendeinem Grund diese Schaltfläche hier nicht vorhanden sein oder es sieht anders aus, könnt ihr noch über Einfügen auf Skizzen basierende Komponente euch hier auch die Bohrung auswählen. Okay? Ich gehe jetzt aber einmal hier drüber. Klicke zuerst die Bohrung an, dann die Fläche, auf der ich die Bohrung machen möchte. Und schon öffnet sich hier ein kleines Fenster, wo Bohrungsdefinitionen angegeben werden. Hier kann ich jetzt so allerhand einstellen, aber die Bohrung ist ja noch gar nicht genau an der richtigen Stelle. Und da kann ich zum einen hier einfach packen und die mir dahin ziehen, wo ich sie hinhaben möchte. Aber ich kann es jetzt hiermit nicht so genau machen. Also ich will jetzt ja 10 mm von oben und den Abstand hierhin möchte ich ja auch haben. Das kann ich jetzt halt nur so per Augenmaß machen. Oder ich klicke hier unter Positionierungsskizze drauf und kriege dann hier diesen Punkt. Und der Punkt kann ich jetzt auch wieder ganz frei ausrichten. Der ist immer der Mittelpunkt einer Bohrung. Und den kann ich jetzt auch bedingen. Sprich, ich gebe ihm hier jetzt die 10 mm und gebe ihm auch hier einen Abstand von 10 mm. Und wenn ich jetzt die Umgebung verlasse, habe ich hier unsere Bohrung ganz normal. Hier sehen wir immer schematisch dargestellt, wie die Bohrung aussieht. Es ist jetzt in unserem Fall ein ganz normales Sackloch.
Der obere Durchmesser ist der hier. Das sind 10 mm. Oh, ich blende euch auch mal eben ein, wie das Ganze aussehen soll. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt erkennen. Hier oben 10 mm stimmt. Nur die Tiefe stimmt noch nicht. Die ist in unserem Fall 50. Wähle ich aus. Okay, fertig. Unsere erste Bohrung ist geschafft. Und die zweite machen wir ganz genauso. Klicken hier wieder drauf, Positionierungsskizze. Und jetzt nicht wundern, dass wir sagen, oh, wir haben die falsche Seite ausgewählt. Unsere erste Bohrung ist ja weg. Die ist nicht weg, die wird nur nicht dargestellt von Cartier. Wenn wir jetzt aber mit dem Mauszeiger hier drüber gehen, ist sie auf einmal wieder da. Und wenn ich das Bauteil ein bisschen drehe, erkennt man sie auch. Also, ich mache mal wieder gerade. Nicht wundern. Wir sind auf der richtigen Seite und alles stimmt soweit. Jetzt richte ich hier wieder aus. Gebe hier jetzt den Abstand von 30 ein. Gehe wieder raus und bin wieder in meiner Bohrungsdefinition. Und eigentlich ist dieses Sackloch ja genauso wie das erste, mit dem einzigsten Unterschied, dass wir eine Tiefe von 30 mm haben. So, sieht man hier jetzt auch schon. Okay, haben wir verändert. 30 stimmt. Und wir haben hier unten noch so eine kleine Spitze dran. Und diese Spitze können wir hier unter Boden den kleinen Untermenü öffnen und Spitz auswählen. Und schon sehen wir hier unsere Spitze. Hier können wir den Winkel dann auswählen. In dem Fall, also je kleiner, desto spitzer wird das Ganze. Aber 120 war, glaube ich, schon ganz gut. Also wir haben jetzt keinen Wert angegeben, aber 120 sieht schon ganz gut aus. Spitze ist da, das stimmt auch alles, drücken wir OK und fertig. Jetzt kommt unsere dritte Bohrung und hier müssen wir schon ein bisschen was verändern. Also erstmal ganz normal wieder ausrichten. Ja, da haben wir diesmal einen Abstand von 50. Gehen hier wieder raus. Und diesmal haben wir keine Spitze mehr. Wir sind 30 mm tief, das stimmt auch noch. Aber wir haben einen ganz anderen Typ. Und zwar können wir hier jetzt Typ und hier in dem Untermenü können wir ganz viel auswählen. Und je nachdem, was wir klicken, sehen wir hier immer schon, wie das ganze Bauteil dann aussieht. Können wir also durchprobieren. Unseres wäre es in dem Fall plan eingesenkt. Und hier wähle ich den Typ aus und jetzt kann ich hier diese Typparameter festlegen. Also ich kann hier diese obere Seite festlegen, das ist der Durchmesser. In dem Fall 15 mm, stimmt. Und ich kann die Tiefe noch festlegen. Das sind 5 mm. Außerdem muss ich hier ein bisschen aufpassen, dass er hier nicht auf Senkungsfläche steht, sondern außen, damit der halt hier bündig ist. Klicke ich mal an. Ja, so sollte es sein. So sieht es gut aus. Habe ich diese Parameter, diesen oberen Abschnitt eingestellt, gehe ich wieder auf Bohrtyp und komme hier wieder auf meinen Sacklochbereich. Aber man sieht, man hat diese Beispielskizze auch verändert. Und hier kann ich jetzt immer noch die Länge verändern. Die geht immer vom unteren Punkt bis ganz nach oben. Also ich muss jetzt hier nicht irgendwie, wenn ich 30 haben will, nur 25 berechnen, weil hier oben ist ja auch schon 5, sondern das geht immer bis ganz unten, also von hier bis hier oben. Das Sackloch hat im Durchmesser auch 10. Sehen wir auch hier. Sackloch hat 10 und hier oben ist 15. Klicken auf OK und jetzt haben wir auch eine planeingesenkte Bohrung verbaut. Sag ich jetzt mal. Okay, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Und zwar
haben wir als nächstes eine konische Bohrung. Ich gebe mal eben den Abstand noch ein. Der müsste jetzt bei 70 liegen. Hier wählen wir einen Typ aus, konisch. Und jetzt sehen wir direkt schon, wow, was ist das? Wie eine Wokschüssel sieht es aus, weil hier ein riesen Winkel entsteht. Ich fahre das jetzt mal ein bisschen weiter runter. Sieht schon besser aus. Und jetzt müssen wir uns mal anschauen, was wir für Werte haben. Wir haben hier oben einmal gegeben einen Durchmesser von 10 und hier unten einen Durchmesser von 6. Und zuallererst müssen wir uns überlegen, von wo aus wir den Winkel berechnen. Also von oben, von der Seite aus oder von unten. Das können wir hier über den Klick verändern. Ich gehe jetzt vom Boden aus. Okay? Der Boden ist 6 mm im Durchmesser. Also gehe ich wieder auf meinen Bohrtyp. Hier ist es auch schon grün markiert, was ich hier jetzt gerade auswähle. Und gebe hier 6 mm an. So. Habe hier immer noch einen Winkel von 10 und will jetzt hier oben auch 10 haben. Das ist ein bisschen blöd bei Cartier gelöst, weil das mir jetzt nicht vorgegeben ist. Und ich kann jetzt nicht sehen, was für ein Winkel. Also ich könnte jetzt hier nicht oben auch noch 10 mm im Durchmesser angeben und der wird mir den Winkel ausrechnen. Das macht Cartier nicht. Das müssen wir selber machen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen, ich lasse das jetzt erstmal so, gehe raus, gehe jetzt genau ganz normal in den Skizziermodus und klicke einfach mal an und schau mal, wie groß ist der Durchmesser überhaupt. Das wären jetzt in dem Fall 11,24, bisschen zu groß. Dann gehe ich wieder zurück, wieder in die Bohrung rein, sage, okay, 10 Grad war zu viel, mache ich jetzt mal 8 Grad. Okay, gehe wieder rein und versuche mich so Schritt für Schritt dem anzunähern. Okay, jetzt sind es nur noch 10,196. Sind wir schon sehr nah dran. Also wissen wir, der Wert muss irgendwo zwischen 7,5 und 8 liegen. So kann man es machen, wenn man jetzt nicht hundertprozentig genau den Durchmesser haben muss. Aber das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Und ich gehe nochmal in die Bohrung rein. Die richtige Lösung wäre, wir haben hier unten den Durchmesser von 6 und hier oben von 10. Also wenn wir uns hier jetzt eine Linie denken, wissen wir, dass das Stück 2 mm ist und auf der anderen Seite auch 2 mm. Das heißt, wir haben die Länge nach unten haben wir sowieso. Und jetzt können wir uns hier mit dem Satz des Pythagoras, wenn ihr euch daran noch erinnert, diesen Winkel ausrechnen. Und das müssen wir natürlich auf beiden Seiten machen. Also es kommt ein großer Winkel raus, den müssen wir durch zwei teilen, weil es natürlich auf beiden Seiten ist. Und dann haben wir den Wert, den wir hier eingeben müssen. Ich habe es jetzt mir mal selber ausgerechnet. Es wird, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich das hier jetzt nochmal aufschlüsseln würde und nochmal ein Video ins Video packen würde. Wenn ihr damit aber Probleme habt, dann schreibt es mir in die Kommentare und ich mache dann noch ein zusätzliches Video, das ich hier einbinden werde. Dann kann man hier draufklicken und dann erkläre ich es nochmal ganz genau, wie ich jetzt auf diesen Wert komme. Also lasst es mich einfach wissen. Ich sage euch jetzt den Wert, den ich ausgerechnet habe, und das ist 7,628 habe ich ausgerechnet. Klicke auf OK. Und damit ihr mir auch glaubt, prüfen wir das Ganze jetzt mal. Gehen hier wieder rein und wir kommen hier auf einen Durchmesser von 10. Okay, sehr schön. Jetzt fehlen uns noch zwei Bohrungen. Die machen wir auch noch eben. Hier wieder ein
Abstand von 10 und das Stück ist 90 war es. Gehen wir raus. Und diesmal haben wir einen Typ, der profilgesenkt heißt. Also, wir haben hier quasi eine Senkung drin. Die Senkung ist jetzt wieder 5 mm tief, aber der Winkel stimmt natürlich vorne und hinten nicht, weil das ja noch der Winkel war, den wir vorher eingegeben haben. Aber diesmal ist der Winkel Gott sei Dank gegeben. Also wir haben hier 90 Grad. Ich gehe mal auf Vorhand zeigen. Sieht man ja auch direkt schön. 90 Grad. Richtig. Jetzt gehen wir wieder zurück auf den Bohrtyp. Hier müssen wir natürlich wieder umändern auf 10 mm. Und also das hier, die Bohrung ist wieder 10. Und die Tiefe hat sich auch verändert und ist nämlich 50. Voranzeigen. Okay. So. Und last but not least machen wir auch noch die letzte Bohrung. Die hat einen Abstand von 110 und ist unser letzter Typ formgesenkt. Also eine Mischung aus profilgesenkt und plan eingesenkt. Und es ist im Prinzip genau das gleiche. Wir haben hier den Durchmesser wieder oben. Den haben wir auch mit 15 gegeben. 90 Grad stimmt auch und die Tiefe ist 5 mm. Gehen wir wieder um. 50 mm passt auch und der Durchmesser ist 10. Können wir also jetzt sagen, okay, und wir wären fertig. So haben wir es jetzt richtig, so wie es sein sollte vom Bauteil. Die einzigste Sache, ich gucke nochmal eben, ob der, sieht mir so ein bisschen eng aus, aber 110 stimmt vom Abstand. Die einzigste Sache, die wir jetzt noch bedenken müssen, ist, dass wir natürlich, wenn wir es schön machen wollen, hier über Eigenschaften, können wir jetzt natürlich noch dem Ganzen irgendwie Namen nennen, Profil eingesenkt oder so, um halt direkt einen Überblick zu behalten. Also, wenn wir hier natürlich alles schön bezeichnet haben und am besten dann noch hintergeschrieben haben, ja, Profil eingesenkt 30, wissen wir sofort, welche Bohrung welche ist und mit einem Klick können wir diese verändern. Was man zusätzlich noch machen kann, ist eine sogenannte Gewindedefinition. Sprich, man kann hier noch Gewinde hinzufügen, dafür klickt man auf Gewinde und muss nur aufpassen, dass der Gewindedurchmesser immer größer ist als der Bohrungsdurchmesser, klickt dann auf OK und hat jetzt ein Gewinde hinzugefügt. Leider kann man es hier nicht wirklich sehen, aber man erkennt das an diesem Umriss von, um dieses Bohrungszeichen ist jetzt dieser kleine Halbkreis, der zeigt einem, okay, diese Bohrung hat ein Gewinde drin. Genau, das war es so viel zu den Bohrungen. Der erste Teil, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Gefällt mir freuen. Und sehr über ein Abo. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst bitte ein Abo da. Hier werde ich gleich später, wenn ich das andere Video fertig habe, das einbinden, dass ihr auch zum zweiten Teil durchkommt. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Nachbauen und sage bis zum nächsten Mal.